Für den heutigen Zeichenkurs brauchst du ein Geodreieck, Bleistift, Radiergummi, einige Fineliner, Marker zum Ausmalen, Buntstifte für Schatteneffekte, Schere, Kleber, Anspitzer, Glitzersteinchen und festes Papier für deine Vorzeichnung. Mit einem Geodreieck und einem Bleistift ziehe ich einen Strich von oben nach unten und erhalte so eine gut sichtbare Mittellinie. Und schon geht es los mit der eigentlichen Illustration. Mit meinem Bleistift fange ich an, oben einen Bogen zu zeichnen, der komplett bis zur Mittellinie durchgezeichnet wird. Vielleicht könnt ihr schon erahnen, was ich zeichne. Das wird das Gesicht von meinem Kimono Girl. Mit der linken Gesichtshälfte bin ich fertig und dann geht es auch schon zügig an die rechte. Die Mittellinie hilft mir, dass ich beide Gesichtshälften symmetrisch ausrichten kann. Nachdem ich einige kleine Korrekturen am Gesicht vorgenommen habe, geht es mit den Augen los. Damit mein Kimono Girl besonders gut gelaunt ausschaut, habe ich mich für Zwinkeraugen entschieden. Der Mund hat eine besonders einfache Form. Links und rechts ergänzt sich das Gesicht durch zwei süße kleine Wangen. Auch hier hilft mir die Mittellinie. Ich kann genau den Abstand mit dem Auge abschätzen und weiß, wo ich die rechte Wange zu zeichnen habe. Es folgen kleine Lidfalten und oben süße Augenbrauen. Mein Chibi Girl braucht noch Ohren. Diese sind oval und haben in der Mitte einen kleinen Haken. Ich zeichne zuerst das linke Ohr und dann das rechte. Und damit der Stirnbereich nicht so leer bleibt, zeichne ich einen großen Bogen. An den großen Bogen zeichne ich eine kleine Haarsträhne. Und wie ihr gleich sehen könnt, ist das die allereinfachste Art, schnell und erfolgreich Haare zu zeichnen. Was habe ich also gezeichnet? Einen besonders großen Bogen, eine kleine Haarsträhne und noch einen mittleren Bogen zum Ohr. Wie ihr sehen könnt, decken die Haare einen Teil des Gesichts ab. Das heißt, ich kann mein Radiergummi zur Hilfe nehmen und einige Stellen wegradieren, die ich nicht mehr brauche. Nachdem ich einen besonders kleinen Hals gezeichnet habe, geht es auch schon los mit unserem wunderschönen Kimono. Dafür zeichne ich eine etwas längliche Blumenvase und dabei könnt ihr gleich selber entscheiden, wie groß oder wie klein ihr euren Körper haben wollt. Mein Chibi Girl bekommt einen besonders dicken Gürtel, der auf Japanisch Obi genannt wird. Und auf den Obi packe ich noch einmal eine wunderschöne Kordel. Die zeichne ich mit einigen kleinen Strichen und links und rechts ergänzt sich alles durch Bögen und einige kleine 3D-Effekte. Der Kragen ist besonders einfach zu zeichnen, denn er hat die Form von einem Y. Ihr könnt übrigens selber entscheiden, wie breit oder schmal der Kragen ist. Kleine Achseln und dann wären wir mit dem Oberkörper fertig. Das Schönste am Kimono für mich sind die breiten, wunderschönen Ärmel. Ich zeichne einen Strich und einen kräftigen Bogen. Die Hände sind heute besonders einfach, denn sie bestehen aus einem einzigen kleinen Oval. Die Beine bestehen aus zwei kleinen Strichen und die Füße bilden einen kleinen Huckel. Und nun schwenken wir nach oben und zeichnen einen großen Oberkopf. Dann zeichne ich die Seite des Kopfes und unten fange ich an, kleine einzelne Strähnchen rauszuarbeiten. Es sind drei an der Zahl und ich achte darauf, dass sie unterschiedliche Größen haben. Dann kommt auch schon die linke Seite. Ich orientiere mich erneut an der Mittellinie und versuche darauf zu achten, dass die Haarlängen gleich sind. Dann zeichne ich noch einige Strähnchen, damit es so ausschaut, als ob mein Kimono Girl die Haare hinter das Ohr geklemmt hätte. Auf den nächsten Teil freue ich mich besonders, denn da darf ich kleine Bommelchen zeichnen. Ich versuche, die beiden Haarbommelchen gleich groß zu zeichnen. Das ist gar nicht so einfach, aber auch hier hilft mir die Mittellinie, damit die Abstände stimmen und die Größen. Mein Kimono Girl ist fertig und mit Fineliner kann ich nun alle Striche nachziehen, die ich brauche. Denk dran, wir benutzen einen besonders dünnen Fineliner. Dieser gibt nicht so viele Farbpigmente ab, sodass ich später, wenn ich das Bild ausmale und mit meinen Alkoholmarkern drüber gehe, keine schwarzen Schlieren habe.
Also wenn ihr einen schwarzen Fineliner habt, der nicht mehr so gut zeichnet, dann schmeißt diesen bitte nicht weg, sondern benutzt ihn, wenn ihr schwarze Außenlinien bei der Figur machen wollt. Ihr seht auch, dass ich nicht sofort mit dem Gesicht beginne, sondern Stellen wähle, die etwas sicherer sind, und mit diesen Stellen kann ich mich warm zeichnen. Ich zeichne mich also warm und wenn ich mich besonders sicher fühle, kann ich mit dem Gesicht und dem Kopf weitermachen. Damit ich alle Striche und Bögen gut erwische, kann ich mir mein Blatt beliebig oft drehen. Und übrigens, falls ihr mal einen Strich nicht 1:1 nachgezogen habt, dann ist es nicht schlimm. Ja, bei mir ist es eher selten, dass ich 1:1 den gleichen Strich treffe, aber ich finde das nicht so schlimm. Gleich werdet ihr übrigens sehen, wie oft ich mein Blatt hin und her schiebe, damit ich auch wirklich jede einzelne Strähne treffe. Ich ziehe auch eher selten Bögen durch, sondern fange an, einen einzelnen Bogen zu stricheln. Indem ich die Wangen umrandet habe, fange ich an, die Kieferpartie nachzuarbeiten. Und erst ganz zum Schluss zeichne ich die Augen, Lidfalten, Augenbrauen und den Mund. Jetzt brauche ich wieder mein Radiergummi. Mit der linken Hand halte ich das Blatt gut fest und fange an, ganz kräftig über das Bild drüber zu radieren. Je besser ihr drüber radiert, desto mehr schwarze Pigmente tragt ihr ab und habt später keine Schwierigkeiten beim Ausmalen. Prüft bitte ganz genau, ob ihr wirklich keine Bleistiftstriche vergessen habt. Aber bevor ich mein Bild ausmale, lege ich mir etwas Druckerpapier drunter. Wir wollen schließlich nicht, dass unsere Marker den Tisch beschmutzen. Jetzt kommt mein Marker zum Einsatz. Ich habe natürlich den Marker vorher durchgetestet und weiß, ob mir der Ton gefällt oder nicht. Dann zeichne ich mich an Stellen warm, die sehr sicher sind, wie zum Beispiel das Ohr. Denkt bitte nicht, dass ich in der Lage bin, so schnell auszumalen. Ich habe lediglich den Zeitraffer angemacht. Außerdem möchte ich das Video nicht in die Länge ziehen. Also, was habe ich gemacht? Ich habe eine große Fläche mit der Pinselspitze umrandet und mit der Markerspitze geht es nun ans Ausmalen. Beim Ausmalen versuche ich besonders schnell zu arbeiten, damit sich nämlich keine Schlieren im Gesicht bilden. Wenn ich das Gefühl habe, dass doch zu viel Weiß durchschimmert, gehe ich immer und immer wieder mit der Farbe drüber, bis ich genau den Ton erhalte, den ich haben möchte. Es kann also sein, dass ich bis zu 3-mal über eine Fläche zeichne, bis ich eine deckende Farbe erhalte. Da ich möchte, dass mir mein Kimono Girl gute Laune bereitet, habe ich mich für meinen Lieblingston entschieden. Es ist irgendwas zwischen Flieder und Rosa. Ich habe lange überlegt, ob ich vielleicht Türkistöne nehme, aber ich glaube, das würde ich für ein anderes Motiv aufheben. Heute möchte ich ihr Haare zeichnen, die mich mehr an Kirschblüten erinnern. Und da ich mit Lila und Violett arbeiten möchte, finde ich, dass Rosa besonders gut dazu passt. Wie ihr sehen könnt, ist das Ausmalen nicht besonders einfach. Ich muss immer wieder über die gleiche Stelle drüber gehen, damit sich keine Schlieren bilden. Ich habe also mindestens 3-mal über die Haare drüber gemalt, damit ich eine gleichmäßige Fläche erhalte. Damit ich einen Wiedererkennungswert habe, werde ich im gleichen Ton meinen Obi ausmalen. Ich kann euch sowieso empfehlen, nicht zu viele Farben bei so einem einfachen Bild zu benutzen. Ich habe lange überlegt, ob ich wirklich so ein dunkles Lila haben möchte, aber no risk, no fun. Und ich wende immer wieder den gleichen Trick an. Das heißt, bevor ich eine große Fläche ausmale, gehe ich erst einmal die Ränder nach und versuche dann relativ zügig alles auszumalen. Außerdem habe ich festgestellt, je dunkler der Ton ist, den ich benutze, desto weniger muss ich immer wieder drüber gehen, damit ich eine homogene Fläche erhalte. Mit dunklen Tönen ist es also einfacher, ein Bild auszumalen. Aber natürlich möchte ich nicht alles schwarz, dunkelbraun oder lila machen, deswegen traue ich mich auch an helle Farben ran. Und wenn ich ein zweites Mal über mein Lila drüber gehe, könnt ihr sehen, wie tief und volltönig die Farben werden. Beim Kragen muss ich aufpassen, dass ich nicht zu sehr über die Flächen hinauszeichne. Ein kräftiger Himbeerton wird unsere Wangen verzieren.
findet, dass sich das Rosa ein bisschen mit den Haaren beißt, aber ehrlich gesagt finde ich das gerade schön. Hier habe ich noch so ein mega schönes Lila gefunden und damit kann ich meine Kordel anmalen. Und jetzt kommen auch schon meine Buntstifte zum Einsatz. Jetzt brauche ich meinen Braunton. Und zwar spitze ich nur die Spitze von meinem braunen Buntstift an und sammle die Farbpigmente auf meinem Druckerpapier. Gehe ich mit meinem Zeigefinger rein und verreibe das Pulver ganz vorsichtig auf dem Gesicht. Im Zeitraffer könnt ihr sehen, wie ich ganz vorsichtig das Pulver verreibe und so den Verlauf herausarbeite. Ich liebe diesen Trick und deswegen werde ich ihn heute noch öfters anwenden. Aber mit der Haut sind wir noch nicht fertig. Ich brauche wieder meinen braunen Buntstift und arbeite einzelne Schatteneffekte nach. Und was genau arbeite ich nach? Zum Beispiel die Stelle in den Ohren und über der Lidfalte. Außerdem werfen die Haare Schatten auf das Gesicht. Ich unterteile mir den Schatten in einen kräftigen Bogen, den ich dann ganz vorsichtig ausmale. Ich ziehe den Mund und die Augen zum Schluss noch einmal nach. So, und das ist auch schon das fertige Gesicht. Ich mag es sehr und mache gleich weiter mit den Haaren. Mein Trick 17 kommt wieder zum Einsatz. Ich nehme meinen Lila-Ton und spitze nur die Spitze vom Buntstift vorsichtig an. Es kann sein, dass bei euch die ersten Versuche schief gehen, aber glaubt mir, das Üben lohnt sich. Denn die angespitzten Farbpigmente erleichtern euch wirklich die Verlaufstechnik. So, ich glaube, ich habe genug Farbpulver und kann jetzt mit dem Verlauf loslegen. Eine kleine Wiederholung für euch. Ich gehe rein, nehme das Farbpulver auf meinen Zeigefinger und verreibe es vorsichtig von rechts nach links. Je kräftiger ich draufklicke, desto schöner und farbiger ist später der Verlauf. Aber ich bin mit den Haaren noch immer nicht fertig, denn jetzt brauche ich erneut meinen lilafarbenen Buntstift und mit diesem werde ich einzelne Haarsträhnen rausarbeiten. Und natürlich laufen die Aufnahmen im Zeitraffer, damit es nicht so lange dauert. Beim Nacharbeiten der Haare ist es eigentlich immer wieder die gleiche Technik. Gleich können wir das im Zoom sehen. Und zwar ziehe ich einen kräftigen Bogen nach und diesen Bogen male ich ganz vorsichtig aus. Manchmal ziehe ich auch noch die Außenlinien nach, aber denkt dran, dass ihr nicht jede einzelne Haarsträhne nachziehen müsst. Es sieht eigentlich cool aus, wenn ihr ab und zu auch so eine ganz helle Haarsträhne lasst. Egal ob oben oder unten, es ist immer wieder die gleiche Technik. Auch mein Oberkopf bekommt einen kräftigen Bogen. So, da könnt ihr sehen, wie ich gerade den Bogen nachziehe. Und auch dann gehe ich wieder rein in den Bogen und mache einen sanften Verlauf von unten nach oben. Die Bommelchen arbeite ich ebenfalls mit einzelnen kleinen Bögen heraus. Die rechte Seite ist fertig und es fehlt nur noch die linke. Auch da suche ich mir einzelne kleine Bögen und zeichne diese nach. Kleine Farbverläufe und fertig. Auf den Obi habe ich mich schon gefreut. Was machen wir? Ich drehe mein Bild ein bisschen zur Seite und fange an, wieder einen sanften Bogen und einen Verlauf reinzuzeichnen. Das dauert, aber mit viel Übung und Geduld habe ich einen schönen Farbverlauf, der mir mein Obi etwas 3D-mäßiger aussehen lässt. Bei den Füßchen, ja, da kann ich auch noch etwas Schatten einfügen. Und damit mein Kimono nicht so leer ausschaut, werde ich da auch in einzelne kleine Ecken etwas Farbe einfügen. Ja, ich frage mich auch gerade, wie gut man das dunkle Lila auf dem dunklen Kimono sehen kann. Ich drücke so richtig kräftig drauf, damit man ein bisschen die Farbunterschiede sehen kann. Also ich sehe sie und wenn ich das Original mir anschaue, dann sehe ich auch, wo die Schatteneffekte sind. Aber wenn das jetzt auf dem Video nicht so hundertprozentig rüberkommt, dann ist es, glaube ich, auch kein Weltuntergang. Abracadabra, mein Kimono-Girl braucht wieder kräftige schwarze Lines. Es wäre so schön, wenn ich die Lines schnell fertig hätte. Aber nein, meine Lieben, auch die schwarzen Linien, die ich kräftig nachziehen werde, brauchen ihre Zeit. Um die schwarzen Linien besonders effektvoll zu zeichnen, arbeite ich mit einem dickeren Stift. Welche Stärke könnte es sein? Ich würde sagen so ab 0,3, also so 0,4, 0,5.
Ich glaube, dann geht es weiter mit 0,8 oder 1,0. Na, es könnte sein, dass 1,0 schon ein bisschen zu dick ist. Aber so mit Stärken ab 0,3 macht ihr nichts falsch. Theoretisch könnt ihr auch alles mit einem einzigen Fineliner ausmalen. Also wenn ihr zum Beispiel einen Fineliner habt, der ein bisschen den Geist aufgibt, den könnt ihr benutzen, wenn ihr beim ersten Mal die Linie nachzieht und dann das Bild ausmalt. Und dann nehmt ihr einfach einen Fineliner, der so richtig kräftig zeichnet bzw. relativ neu ist. Und er hat meistens viel Farbe, also gibt viel Farbe ab. Und die Striche wirken farbecht, dick. Und da muss man nicht so oft drüber malen. Denkt dran, der Stift muss nicht teuer sein. Also auch mit dem allergünstigsten Fineliner kann man wunderschöne Schatteneffekte machen. Meiner kostet jetzt ein bisschen mehr als 1 Euro und reicht mir vollkommen für meine Zwecke aus. Versucht auch nicht zu doll auf den schwarzen Stift zu drücken, denn oft kann es passieren, dass die Spitze schnell zur Seite weggedrückt wird und komplett abknickt. Aber auch hier gilt: Übung macht den Meister. Also wenn ihr dann doch aus Versehen einen Fineliner schrottet, ist es kein Weltuntergang. Kauft euch einfach einen zweiten und versucht etwas vorsichtiger beim nächsten Mal zu sein. Mir fehlen noch einige kleine Strähnchen im Pony. Das heißt, auch da arbeite ich mit einzelnen kleinen Bögen und bin auch schon fertig. Das ist mein ausgemaltes Kimono Girl. Und jetzt brauche ich eine Schere, damit ich alles ausschneiden kann. Wenn ihr euch beim Ausschneiden unsicher fühlt, dann fragt bitte eure Eltern oder ältere Geschwister. Beim Ausschneiden lasse ich einen Rand von ungefähr 2 mm. Das hilft mir natürlich, dass ich ohne Probleme relativ schnell mein Kimono Girl ausschneide. Denn wenn ich tatsächlich anfangen würde, an den schwarzen Konturen entlang zu schneiden, bräuchte ich ungefähr dreimal so viel Zeit. Aber wenn ich einen weißen Rand habe, muss ich nicht so genau ausschneiden. Geschafft! Jo, und was mache ich mit meinem Kimono Girl? Also erst einmal nehme ich Musterpapier. Das kann ich so ein bisschen zusammenfalten, damit ich eine Karte habe. Und hier möchte ich, also so ein bisschen in die Mitte, da möchte ich jetzt mein Kimono Girl aufkleben. Gesagt, getan, das Kimono Girl ist befestigt. Da, ich kann das einmal aufklappen und ihr seht, nichts fällt ab. Und eigentlich wäre meine Karte fertig, aber ich möchte noch etwas Kitsch drauf machen. Und zwar, warte, ich mache die Karte zu. Da, ganz viel Glitzer. Und wie niedlich schaut das bitteschön aus? Ja, ist schon schön, ne? Was so ein bisschen Glitzer ausmacht. Und das sind wirklich dezente Farben, die nicht sofort ins Auge stechen, aber wunderbar zu unserem Kimono Girl passen. So, wir werden durch. Das ist die Karte. Ich zeige sie euch nochmal von vorne und von hinten und hoffe, dass ihr im Großen und Ganzen gut mitgekommen seid und Spaß hattet. Und das Schöne bei dem Video ist, dass ihr immer wieder zurückspulen könnt. Also wenn ihr einen Teil nicht so gut verstanden habt oder nicht so schnell mitgekommen seid, dann macht nichts. Macht eine kurze Pause, spult zurück und zeichnet erneut mit. Ich hoffe, dass euch der Workshop Spaß gemacht hat und wenn ihr Lust und Zeit habt, macht doch mit bei den nächsten Kursen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.